in diesem Video. Stehen weiße Dinge rum, reagiert niemand, ist hinter mir ein Loch und werden wir zeuglos. Hallo zusammen, willkommen zurück zur direkten Fortsetzung des letzten Vlogs. Wir haben die Bandera Negra verlassen, fahren praktisch an der Grenze zur Banderas Reales entlang und genießen hier noch ein bisschen Schotter, Piste, Aussicht, Gelände und was sonst so dazugehört zu Spanien und Halbwüsten. Und jetzt geht's weiter mit dem Trip. Viel Spaß! So viel mal für hier. Wir düsen weiter. Von links kommt keiner. Wir haben schon lange keinen mehr gesehen. Vorbei mit Dirt und Schotter. Hier geht's auf Asphalt weiter. Rechts von uns die Halbwüste. Ja, war geil. War nur der Anfang. Flug nach Arguedas. Hier rechts soll es einen Campingplatz, Stellplatz geben. War gerade ein Schild. Zu sehen ist nichts von der Straße. Wir fahren mal weiter. Tankstelle gibt es auch. Sieht ein bisschen runtergekommen aus und Preise stehen auch nicht dran. Arguedas spricht man übrigens möglicherweise anders aus. Ortseingang erreicht. Wir sollen mal hier gleich rechts fahren. Wir suchen einen gewissen Parkplatz. Hier darf man noch fahren, wenn man unter 5,5 Tonnen ist. Ist mal schwerer, ist mal schwer. Wir kommen der Sache näher. Wir sehen auch schon weiße Fahrzeuge dahinter stehen, also sind wir ganz falsch. V&E gab es da gerade auch auf der Zufahrt. Hier geht es eine kleine Rampe runter und dann rechts vermutlich. Hier dürfen nur die Friedhofsbesucher parken und weiter hinter auch alle anderen. Wir fahren bis ans Ende. Ob wir hier wirklich über Nacht bleiben, ist noch völlig ungeklärt im Team. Aber ist einfach saupraktisch, um hier ein bisschen durch die Berge zu stromern. Und ich meine wirklich durch die Berge. Bevor hier aber jetzt irgendwas passiert, muss ich erstmal einen Happen essen. Das Frühstück ja doch schon ein bisschen her und jetzt gibt's mal wieder Spiegeleier mit Toast. Ja, muss schnell gehen. Und mal so eine Frage, hat irgendjemand meine sauren Gurken gesehen? Wo habe ich denn die hin? Mitgenommen habe ich sie? Ha, gefunden, war unterm Bett. Schinken, Käse, Ei, es gibt so ein kleines Sandwich. Salat wäre noch cool dazu. Jo, Eier kommen gut. Toast ist auch schon belegt. Kommt noch lecker Schinken drauf und dann das Ei und davon zwei. Na, sieht das lecker aus oder sieht das lecker aus? Das geht jetzt in den Kai. Auf die anderen zwei Pappnasen brauchen wir nicht warten. Wenn es hier nicht Free Bears Porridge gibt, kommt da keiner ums Eck. Da kann ich essen, was ich will. Egal. Glaubt ihr nicht? Seht selbst. Kassau. Null Interesse. Nichts. Außerdem sind sie stinkig, ich meine keine Milch mehr. Puh, das tat gut. Jetzt wäre noch schön, wenn jemand dabei wäre, der das dahinter alle aufräumt. Was? Zu weit weg? Ihr könnt es nicht gescheit sehen. Besser? So, viel Spaß damit. Naja, ist ja wohl eindeutig, dass ihr näher dran seid als ich, oder? Eben. Jo, vor der Tür und ich sag mal so, gar nicht ganz hässlich hier. Wir haben hier den letzten Platz in einer etwas längeren Reihe. Praktisch unsere Ruhe. Auf der Straße ist nichts los und auch sonst wenig Betrieb. Bordgeräte für morgen früh, kann der Co-Pilot ein bisschen Watte abtrainieren. Der Blick, ja, in die Richtung ist jetzt nicht der Burner, aber das ist ja auch egal. Wichtig ist, dass wir da drüben gut stehen und das tun wir eigentlich, also vielleicht bleiben wir. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, der Platz kann sich noch füllen hier. Aber immerhin stehen wir mal ganz ordentlich. So, und jetzt lassen wir die langweiligen Dinge mal zurück. Also den Platz, nicht das Auto, nicht falsch verstehen. Und gucken,
in die Wohnung rein. Denn die Anwohner dieses Ortes haben im 19. Jahrhundert hier tatsächlich Wohnungen reingegraben. 52 Höhlen Wohnungen gibt es hier. Wie kommt man auf die Idee, in einer Höhle wohnen zu wollen? Das haben die nicht ganz freiwillig gemacht. Es gab einfach keinen anderen bezahlbaren Wohnraum. Und dann haben sie sich gedacht, wir graben uns unseren Wohnraum selbst. Die wenigen Häuser, die es zu mieten gab hier downtown, waren zu teuer und gehörten Halsabschneidern. Und deshalb griff man hier zu Hacke, Beil und Schaufel und begann zu graben. Das Ganze kostet keinen Eintritt und man kann hier Tag und Nacht drin rumstromern. Was man sofort merkt, wenn man reinläuft, es wird gleich mal kühler. Die Wohnungen konnten leicht der familiären Situation angepasst werden. Wenn man ein weiteres Zimmer brauchte, grub man einfach weiter und hatte eins. Wenn man in die Richtung grub, hatte man halt irgendwann kein Licht mehr und keine Fenster. Die Gebäude waren meistens von Bauern gebaut und bewohnt. Deswegen war es auch nicht außergewöhnlich, dass sie hier ihre Arbeitsmaterialien und Viecher auch noch untergebracht haben. Nicht alle Wohnungen und Höhlen sind noch in gutem Zustand übrigens. Manche sind kurz vorm Einsturz. Je höher man kommt, desto schöner der Blick. Und auch hier Risse in den Decken. Brücken, die schon runtergebröckelt sind. Und dunkle Räume. Zum Glück regnet es hier nicht häufig, sonst wäre das hier alles übelst weggeschwemmt und ausgewaschen. So geht das aber noch. Und hier haben wir jetzt eine deutlich größere Wohnung als gerade eben. Quasi eine Dreiraumwohnung. Gänge gab es nicht, es grenzte immer Raum an Raum. Und wie gesagt, brauchte man mehr Platz, grub man einfach weiter. Also echt praktisch, variables System. Und jetzt am Abend, im Februar, hatte man sogar richtig schön Sonne hier drin. Fantastisch, warm. So, Nachbarhütte. Hier steht ein bisschen mehr drin. Noch alte Herdbauteile. Befeuerung mit Holz vermutlich. Hier wurde im Abendlicht gespült. Regale einfach in den Stein gehauen. Und hier geht es dann noch weiter in angrenzende Zimmer. Theoretisch könnte man da gerade wieder einziehen. Die Temperatur auch sehr stabil. Das ganze Jahr rum irgendwas zwischen 18 und 22 Grad. Also besser als jede Klimaanlage. Und dann noch der schöne Blick, wenn man mal rausgucken kann. Man sollte einfach nicht größer als 1,80 Meter sein, dann wird es eng mit dem Kopf. Die dritte Wohnung im Bunde. Gucken wir auch noch kurz rein. Hellblau. Alter, hier kommen wir jetzt aber zu den, die ein bisschen mehr Geld und Platz hatten. Holla die Waldfee. Riesige Räume und dazu viele an der Zahl, denn hier geht es noch weiter. Alles schön in Hellblau, wirkt sehr kühl. Nur ein altes Tongefäß. Hier ist noch ein weiterer Raum. Die Kochstelle. Dann wird's rosa, hier haben die Mädels geschlafen. Und nach rosa kommt wieder blau. Hier waren dann wohl die Jungs. Oder das Gefängnis, je nachdem. Und dann komme ich hier wieder raus und stell fest, wir haben Nachbarn gekriegt. Und zwar einen richtig fetten, weißen, großen Nachbar. Manche Höhlen sind zugänglich gemacht und manche sind den Locals vorbehalten. Da muss man dann klettern können. Der ganze Berg ist hier der Länge nach quasi eine große Wohnung. Denn das geht auch in diese Richtung noch ein ganzes Stück weiter. Allerdings nicht mehr zugänglich für Touris. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die lokale Jugend da durchaus Spaß dran hat. Wir in unserer Jugend hätten da die ganze Zeit abgehangen. Der Platz übrigens fest in französischer Hand. Haben die irgendwie schon Urlaub und Ferien. So, und wenn wir das Ganze mal unterm Strich zusammenfassen, dann übernachten wir praktisch mal wieder neben einem Friedhof. Der ist auch gar nicht so still, denn da wohnen, glaube ich, die gesamten Vögel aus der Region. Also die Flugvögel, nicht die komischen Vögel. Von was genau die sich wohl ernähren? Guckt mich nicht an, ich weiß es nicht. Bevor jetzt einer denkt, er kann hier hinziehen, hier darf man maximal 48 Stunden parken, also das wird nix. Tja, wir können wohl festhalten, unser Nachbar ist größer und weißer. Und er steht irgendwie in der Ausfahrt. Aber so ist es halt, ne? Man kann ja zum Glück auch da drüben raus. Jo, geht auf 18 Uhr zu.
genießen wir mal noch die letzten Sonnenstrahlen hier. Lang dauert das nicht mehr und es wird frisch. Gerade noch gefreut, dass die Sonne scheint. Scheint sie jetzt auch noch, aber nicht mehr hier. Ist weg. Und ruckzuck wird es hier echt frisch. Ja, ist glaube ich auch klar, warum die da oben gewohnt haben und nicht weiter unten gegraben, oder? Viel länger Sonne, schöneres Licht. Während wir hier schon Schatten haben. Vielleicht sollten wir auch lieber in eine Höhle ziehen. Was meint ihr? Vanlife Ende und neue Höhlenbewohner. Geht auf 20 Uhr zu und wird kalt. Muss jetzt wieder die Heizung anmachen. Heute über Tag geschwitzt wie ein Elch fast. Und jetzt wieder heizen. Februar in Spanien. Und eine Sache muss ich euch nachher noch zeigen. Dafür müssen wir aber rausgehen. Aber jetzt sollte ich mal noch irgendwas essen. Und ich glaube, ich mache mal etwas zu essen, was ich schon sehr lange mit mir rumfahre, dass ich aber gar nicht wusste, dass ich es habe. Brie Bears, Ozzotto, Pilz und Lauch. Da frage ich mich schon so lange, wie das wohl schmeckt und wusste nicht, dass ich es im Auto dabei habe. Eine gewisse Menge Wasser, gewisse Menge Ozzotto und rühren und erhitzen. Das Essen ist fertig und serviert. Und jetzt gucken wir mal, was es kann. Bin sehr gespannt, hab noch nicht probiert. Ihr seid jetzt live dabei. Lecker. Guste. Oh, ich bin hier am Video, Korrektur gucken. Das ist immer eine echt mühsame und aufwendige Sache, ehe man das wieder alles noch korrigiert hat und noch den Ton und das Licht und die Farbe und alles, was sonst noch so mit reinkommt. Also vor dem Rendern die finale Korrekturguckerei ist immer zeitaufwendiger. Und jetzt brauchen wir eine Pause kurz. Das Essen ist übrigens Geschichte, war sehr lecker. Tja, und das ist, was ich euch noch zeigen wollte. Der Berg wird hier rot angestrahlt, während über dem Dorf praktisch der Mond liegt, und zwar wirklich liegt, eine kleine Sichel geradeaus, steht der Concordia immer noch und der Berg nicht mehr rot, sondern grünlich schimmernd. Die Farbe wechselt hier dauernd. Ja, grün geht auch, ne? Sieht halt also ein bisschen grün aus. Und blau geht übrigens auch. So, dann sind wir glaube ich durch. Da sind wir wieder drin. Das Video ist fertig und rendert und ich genieße hier die schöne Ambient-Beleuchtung im Rhön-Camp. Die ist echt angenehm fürs Auge und fürs Raumgefühl und fürs hier rumsitzen und arbeiten. Einzig würde ich mir wünschen, hier oben auch noch was. Vielleicht so ums Dachfenster oben noch eine kleine Beleuchtung, dass man hier noch ein bisschen mehr Licht reinkriegt. Das wäre noch cool, aber ansonsten so über alles. Die Lichtstimmung hier drin ist schon sehr angenehm. Da sitzen so die zwei Fellfüße und tun so, als hätten sie den ganzen Abend gearbeitet. Haben sie natürlich nicht. Das sieht immer nur so aus. Ich sag's euch. Selbst der Banause macht keinen Flügelschlag. Deswegen gehe ich jetzt mal ins Bett und hoffe auf morgen. Vielleicht schafft ja hier morgen jemand was. Ey! Wie kommt ihr so schnell nach da hinten und dann auch auf meine Betthälfte? Hallo? Jo, ihr seht richtig. Heute wird mal andersrum geschlafen. Der Platz ist halt irgendwie ein bisschen schräg. Und jetzt? Sag ich tschüss für heute. Danke, wart wieder mit dabei. Lasst gerne ein Abo hier, dann seid auch weiterhin mit dabei. Klickt das Glockensymbol, werdet ihr informiert, wenn ein Video neu live geht. Und nu, gute Nacht und bis zum nächsten Video. Ciao zusammen. Schönen guten Morgen zusammen. Sitzt ihr schon auf dem Fahrersitz und wollt los? Ja, ich weiß nicht. Wohin, ehrlich gesagt? Also wohin wüsste ich schon, aber ob wir wirklich losfahren wollen, weil wenn ich mir das draußen angucke... Jo, servus, hier ist Kai von Travel Camping Living. In Spanien ein wenig ratlos. Denn draußen, liebe Freunde, herrscht Nebel. Und bei Nebel sieht man bekanntlich wenig bis nichts. Die Sonne versucht es zwar und schafft es hier und da auch mal immer kurz, aber nicht durchschlagend. Sie hängt da noch in der Suppe und ich frage mich, sollen wir losziehen oder nicht? Denn wir wollen heute in die Bardenas Reales Wüste und da ein bisschen rumgurken. Da wäre Sicht natürlich schon ganz praktisch. Also abfahren und hoffen, dass es besser wird. Naja, andererseits haben wir keinen Stress. Ich glaube, ich esse erstmal was und dann sehen wir ja, wie es sich entwickelt hier.
Hab mal wieder meinen kleinen WMF-Eierkocher ausgepackt. Ich hab irgendwie Lust auf ein gekochtes Ei. Zu essen gibt's Blocktippen, Toast und Hallo Ei. Da freut sich der Kai. Mahlzeit. Ich mach mal Feierabend. Die Sonne ist in irgendeiner Form zurück. Wir können los. Co-Pilot Friedrich, auf geht's. Wir müssen los. Die Sonne scheint. Vorbei mit Schlafen. Oh Gott. Ach, gar nicht so einfach. Den zwei Riesenjungs. Ja, so schnell ging's dann doch nicht. Ich muss noch den Abwasch machen, Mensch. Aber jetzt parat. Die Sonne da. Wir können los. Einer der größten Unterschiede, Sprinter zum MAN, der Sprinter ist innen einfach sauleise. Im Stand, während der Fahrt, bei Beschleunigung, deutlich leiser als der MAN. Wir hauen jetzt hier ab, verlassen den Stellplatz, lassen noch hier unseren Müll und unseren Biotoy-Urin und fahren dann an den Eingang der Bardenas Reales. Oder so ähnlich, wie das Ding auch immer heißen mag. Ihr wisst, glaubt, was gemeint ist. Gepennt, genächtigt, haben wir hier gut, keine Probleme gehabt, alles ruhig. Also super. Und hier rechts kommt auch gleich die V&E. Gucken wir mal, wo wir unseren Urin leer kriegen. Und Mülleimer stehen da auch schon rum. Entsorgung geht flott, großes Loch im Boden, alles prima. Hier drüben, wo der Weiße steht, ist übrigens auch noch irgendeine Art Parkplatz, Stellplatz für Camper. Wo wir heute Nacht campen oder nächtigen oder parken, keine Ahnung. Jetzt geht's auch schon mal in die Wüste. Und hier auf der linken Seite seht ihr noch weitere Höhlen und Zugänge. Unser Weg führt uns aber jetzt erstmal zum Besucherzentrum der Halbwüste. Es kann auch durchaus sein, dass wir das Ding immer mal Wüste nennen, weil Halbwüste einfach viel zu lang ist zum Reden. Also immer wenn ich jetzt von Wüste rede und von hier, dann meine ich Halbwüste. Nur, dass das mal geklärt ist. Da steht auch schon ein großes Schild, 4,5 Kilometer bis zum Centro de Información oder so. Wettertechnisch angenehme 13 Grad. Im Februar. Gar nicht schlecht. Ja, noch nicht sehr nach Wüste aussehend. Das Besucherzentrum nicht sehr stark beparkt zumindest. Ein Camper steht da und sonst nicht viel. Haben die überhaupt auf, frage ich mich da. Gucken wir uns das mal etwas genauer an. Die wichtigen Ansagen draußen, das ist alles verboten. Und offen ist von 8 bis 16.45 Uhr. Innen drin gibt es schon mal einen ersten Eindruck von dem, was einen draußen erwartet. So, wir haben eine Karte gekriegt und wissen jetzt Bescheid. Hier gibt es übrigens auch die letzten WCs vor der Wüste. In der Wüste gibt es keine. Ich habe die Karte. Da steht unser Van. Und ja, 16.45 Uhr ist hier Schluss. Dort musst du raus sein. Die haben hier Ranger, die das dann auch kontrollieren, sagte mir der sehr nette Herr gerade an der Info-Ausgabe der Maps. What? Das sagte mir gerade der nette Herr an der Information. Drohne fliegen darf man nicht und wir fahren jetzt die letzten 200 Meter Asphalt und dann ist Schotter. Wir sind hier, fahren jetzt hier bis da, da geht es nicht weiter. Die Straße hier ist unter Konstruktion, da müssen wir hier rum, da lang. Und dann können wir überlegen, ob wir da rausfahren oder was wir machen. Denn in der Mitte von diesem grünen Quadrat, das ist alles Militär, da kommst du gar nicht hin. Da ballern die in der Wüste rum und machen alles kaputt. Also schauen wir mal, was uns da jetzt erwartet. Wir sind gespannt. Ja, kommst du über einen Hügel, siehst du das. Noch mehr Felder, ich dachte hier ist jetzt mal Halbwüste. Ein paar Sandhügel, Steinhaufen, grüne Wüste. Tja, denkst du Schotter. Fährst auf feinstem Asphalt erstmal noch eine ganze Weile rein in die Halbwüste. Also ich bin jetzt mal gespannt, was das gibt. Ja, ein paar interessante Gesteinsformen stehen hier auf jeden Fall rum. Das kann man wohl mal festhalten. Und dann rollen wir jetzt hier direkt auf die Militärbasis zu. Und das Militärgebiet rechts ist die Straße irgendwann gesperrt. Also fahren wir mal links rum und treffen hier auch auf endlich Schotter. Das ist ja schön. Und wie es hier weitergeht in der
Bardenas Reales. Das seht ihr dann im nächsten Video. Wieder einschalten, dann erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst oder auch nicht. Aber ihr seht auf jeden Fall einiges an Lehm, an Schotter, an Steinen und auch an Sonne. Und könnt euch so einen eigenen Eindruck machen von der Wüste. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank auch fürs Abonnieren. Das kostet nichts, das tut nicht weh. Ihr geht da keine Verbindlichkeit ein, könnt ihr also gefahrlos machen bei uns. Und vielen Dank auch fürs Amazon-Partnerlink verwenden und den PayPal-Support. Das ist eine Riesensache für uns, freut uns riesig. Und wir sagen vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Video. Ciao zusammen.